Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guacamelee 2 für die Switch. Und wir befinden uns hier als Huhn, können wir machen wie wir wollen, ne? Wir befinden uns jetzt hier immer noch auf dem Weg ins nächste Zentrum. Hm, mal rein hier. Hallo. Hi, schick dich meine Mutter. Meine Mutter ist so fürsorglich. Brauch mal eine Pause. Was soll mir geschehen? Ich bin ja schon tot. Ich komme dann wohl raus. Ich kann mich ja nicht ewig hier verstecken. Mach das doch. Ja, okay. Gut. Immer voran, Mr. Luxa. Okay. So. Kommst du raus? Mein Kind, geht es dir gut? Ich war so in Sorge. Sieh, Mama, mir geht's gut. Es war schön da drin. Danke, Luxado. Ich habe da eine Kiste gefunden. Willst du sie haben? Klar. Holen wir sofort. Schon Kohle. Und wieder raus. So, wir müssen noch laufen hier. Ein bisschen müssen wir noch. Ist jetzt nicht so weit, aber... Oh. Dieses Zeug im Himmel gefällt mir überhaupt nicht. Können wir irgendwie verschwinden lassen? Klar können wir das. Oh nein. Das ist weit genug. Ich fürchte, ich empfange gerade keine Gäste. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Ich will einfach nur alleine sein, mit seinen Sachen. Hier zu sein ist, als wäre er bei mir. Als wäre ein Teil von mir. Ach, warte mal. Hey, du Lieben. Was hat mein armes Mädchen da gesagt? Besitztümer sind belangloser Tand. Sagst du ihr das von mir? Sag ihr, sie muss nicht ihr Leben hier verbringen, um mich bei sich zu haben. Sag ihr, sie ist ein Teil von mir. Sag ihr das. Machen wir. Papa, Papa hat das gesagt? Du hast mit ihm gesprochen? Was sag ich da? Du kannst ja nicht mit ihm geredet haben. Ein bisschen geschmacklos, aber ich weiß, dass du mich nur aufhalten willst. Nichts für ungut, Luxado. Was? Sie hat dir nicht geglaubt? Bitte sag ihr, sag ihr. Oh, ich weiß nicht, was sie sagen soll. Aber bitte sag ihr irgendwas. Sie kann doch nicht so leben. Okay. Papa, wusste nicht, was er sagen soll? Was? Vielleicht hast du doch mit ihm geredet. Sein Schweigen hat immer Bände gesprochen. Ganz wie das deine. Es wird nicht leicht sein, aber vielleicht ist es Zeit, sich die Welt und dem Leben erneut zu stellen. Danke, Luxado. Du hast mir geholfen, als ich in Worte fassen kann. Bitte fühle dich wie zu Hause. Das ist das Mindeste. Danke. So. Oh, da kriegen wir unsere Ausdauer nochmal hochgepusht. So, weiter geht's. Hochspringen? Nee, das geht nicht. Komm mal hier mal hoch, warte mal. Vielleicht sagt die da oben uns ja irgendwas. Hallo, Roland, schöner Tag, nicht wahr? Das dunkle Zeug am Himmel. Ach, das ist gar nichts. Das geht vorbei. Na, du bist ja guter Dinge. Es ist außerhalb der Stadt genauso schlimm. Ich überlege mir, von hier zu verschwinden. Das ist noch viel schlimmer. Glaubst du, diese schwarzen Löcher lassen sich bewegen? Ich mache mir Sorgen, dass es schwer wird, durch die Stadt zu kommen. Geht eigentlich. Also, wir gehen jetzt mal weiter. Lassen wir die Malle schnacken hier. Ja, weiter geht's. Bam! Agavenfeld. Dunkelste Zeitlinie. Da kann man nicht so längs. Vorsicht, junger Mann. Diese Esquilente sind bloß nicht wilder geworden, seitdem diese schwarzen Wolken am Himmel sind. Okay, dann kannst du mich warnst. Ah, ich kann damit um. Juan und Lupita, ach ja, hier sind wir gestorben, ne? Können wir hier reingehen. Oh. Juan, täuschen mich meine trüben Augenhöhlen? Juan, mein Schatz, sieh mal an, du bist es. Ist es wirklich unwirklich? Ich hatte vergessen, wie ein lebender Mensch aussieht. Du bist älter geworden. Sieh mal, Sile, du Altern. Das am wenigsten geschätzte Geschenk des Lebens. Wie wundervoll. Hey, Lupita. Hey, Juan. Meine ältesten Kumpel. Seht euch diese dynamische Duo an. Da werde ich glatt nostalgisch. Hi, Tostada. Du hast uns schon lange nicht mehr besucht. Willkommen zurück. Ich hoffe, die bösen Skelette draußen haben euch nicht allzu viel Ärger bereitet. Was hältst du von unserem neuen Zuhause, Juan? Als ich noch am Leben war, dachte ich, wir könnten hier vielleicht ein geschäftiges Leben mit Kindern führen. Aber so war es auch ganz nett, nicht wahr, Schatz? Aber erzähl mir doch von dir. Hast du Familie? Moment, ich hole nur schnell was zu knabbern, dann will ich mehr über deine Kinder hören. Oh, hoffentlich will sie nicht an mir knabbern.
Ihnen geht es sicherlich gut, Juan. Hört sich an, als wären Sie richtig niedlich. Und deine Lupita liebt dich sehr, das merke ich. Noch eine Limonade? Wie wär's mit etwas Mescalito? Danke für deine Gastfreundschaft, Lupita. Aber wir sollten wirklich gehen. Und natürlich das Ende des Maxiverns und so, haha. Nur dann, danke für den Besuch. Juan, wenn du nur ein bisschen wie mein Juan bist, und das bist du, dann lass dieses Drama hinter dir, sobald es vorüber ist, in Ordnung? Denk nur an all das, was zu Hause auf dich wartet. Hört sich an, als wäre es etwas Besonderes. Und Tostada, komm zum Abendessen heim. Nachdem du die Welt gerettet hast, ich mache Tamale. Mein Lieblingsessen. Bis später, meine Liebe. Runter. Ach, guck mal. Wo geht's hier hin? So, hätte nicht gedacht, dich so bald wiederzusehen, Freundchen. Mein Name ist Heilighuhn, Gack Heilighuhn. Das ist meine geheime Kammer. Alle am anderen dieses Klos erwartet dich ein großer Fang, wenn du bereit bist, dir die Finger schmutzig zu machen. Das ist, dass ich dir was schulde, warum bedienst du dich nicht am Vorab und wir sind quitt? Ja, klar. Bin ja mal gespannt. Och, Alter, es ist auch immer ein Wehr durch den Toilettenspülung gegangen. Guck es mal an. Euer Jahre, um anzukommen. Oh. Zack, los geht's. Ah, okay. Das ist ganz schön. Guck mal, sind wir hier. Okay. Den ganzen Weg laufen. So, hier brauchen wir nicht rein. Los Mangarales. Finden wir auch was. Bestimmt. Los Manglares, dunkelste Zeitlinie. Dann kommen sie schon, oder? Sind wir überhaupt hier hin? Na klar, müssen wir da hin. Wir sind sogar oben längs. Oh, wie können wir denn oben längs gehen? Geht das? Na doch, es geht. Oh nein, was tun wir noch? So. Na, gucken wir mal das Huhn, ne? Oh. Alter Schwede. Wie soll man den denn? Obwohl. Das ist schwierig, da hinzukommen, oder? Hab ich da unten gegengeknallt, ich Depp. Ah, das wollte ich gar nicht machen. Nochmal. Wieso krieg ich ihn? Ah, wie kriegt man den denn da weg? Den Spinner. Okay, ich dachte, ich könnte da vielleicht hochdeiern. Klappt ja so. Wir sitzen trotzdem. Ah, warte. Oh. Ja, mach mal anders, pass auf. Binner. An der Rolle habe ich gar nicht gedacht. An. Also dumm bin ich jetzt auch nicht ab und zu, ne? Was gefunden? Der richtige Weg? Si, Señorita.
Hier oben über längs? Wir können hier auf jeden Fall längs. Machen wir mal. Okay. Das Huhn. Nun kommen wir ja nicht hoch. Nee, das geht nicht. Da müssen wir, glaube ich, noch mehr Power haben, ne? Um da hochzukommen. Das geht. Nee, das geht nicht. Okay, müssen wir mal später mal wiederkommen. Mit dir ist es unmöglich. Nein! Oh. Ja, ich muss beim anderen speichern. So. Nochmal. Muss ich kurz sehen. Ist doch so, ne? Ne, das ist verkehrt. So. Ja, genau. Okay. Hat er mich getroffen? Was kann man nicht? Kann man hier mit? Kann ich hier nicht hochrennen? Ah, geht nicht weiter, okay. Jetzt hier weiter. Hier? Nein. Okay, noch ein paar. Oh. Warum kommt man denn hier hinlaufen? Da müsste ja irgendwas Spezielles sein, denn, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Aber hier ist nichts. Kann man auch nicht durch, oder? Nö, na gut. Hier ist hier nichts. Schade. Kann man nur ein paar Leute killen. Schade, schade, schade. Man muss doch hier irgendwie weiterkommen, oder? Also, das würde mich jetzt wundern, wenn man von da oben nicht irgendwie wieder. Warte mal. Okay. Na Gott, ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Oder ging es hier drüben weiter? Nö, hier geht's nicht weiter. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. So, weiter geht's hier in die Richtung. Ach, da kommen wir auch noch hoch. Warte mal. Ob es hier hingeht. Kann man speichern, okay. Oh, was mache ich denn? Ich bin bescheuert. Was Huhn machen? Ja, als Huhn lieber, ne? Das ist einfacher. Okay, das war dumm, aber gehen wir hin. Und das bringt mich hier hin. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Kann das sein? Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Egal. So. Mal gucken, wie ich Spuren mal gucken. Ah, okay, da ist es. Naja, so wir das kleine Abstecherding noch mitnehmen hier. Oh. Wieso nicht?
beinahe geschafft. Beinahe geschafft. Nochmal. Ah! Schon wieder hätte ich müssen. Ah, Mist. Okay, wir probieren es nochmal. Ich gehe den anderen platt machen. Sonst schaffen wir das nicht. Oh, das war so knapp. Oh nee. Weißt du was? Ich pfeife drauf. Wir können auch hier was Neues kaufen, also das mal gucken lieber. Gegner zu töten gewährt mehr Gold. Das kaufen wir. Das auch. So. 3 Treffer einzustecken ist doch schon mal nicht schlecht, wenn man das kann. Okay, ist nicht mehr weit. Bin gleich da. Müssen wir rein? Die nächste Tür. Nee, hier waren wir schon. Müssen wir nicht rein? Halt! Rein! Mann! Da müssen wir rein. Zack! So. Ziel, kehre zum Rad zurück. Ist das nicht hier? Genau. Guten Abend alle miteinander! Wie ist die Apokalypse? So, jetzt ist es wirklich dunkelste Zeitlinie. Johann, wir haben es versucht, aber ich fürchte, wir sind zu spät. Du solltest heimgehen und die letzten paar Stunden mit deiner Familie verbringen. Servus und alle Reliquien, das ist der Anfang vom Ende. Also ich werde nicht gehen, ich gebe nicht auf. Wait, Chivo 24, Servus ist bereits einem Schlangentempel. Es ist aussichtslos, er wird... Ich kenne nur einen einzigen Weg in den Schlangentempel. Durch die Hölle. Oh, cool, da waren wir ja schon mal. Das ist schön da. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn ihr wirklich nicht aufgebt, dann nehmt doch die Schätze von Ueshiro aus der vergesslichen Zeitlinie mit. Juan, was ist, wenn wir es nicht aufhalten können? Was, wenn wir all das auf uns nehmen und versagen? Und was, wenn? Du hast recht. Du findest immer die richtigen Worte. Super. Perfekte Zeit, um zu stoppen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.